Am Ende unserer Betrachtungen zu Schnittgrößen wollen wir uns nun auch noch einen Viertelkreisbogen ansehen. Dieser ist hier in A eingespannt, sowie am Punkt B mit einer Kraft F sowie einer Kraft P belastet. Zu berechnen sind einerseits die Einspannreaktionen und andererseits die Schnittgrößen Normalkraft als Funktion des Winkels Phi hier, Querkraft als Funktion des Winkels und Biegemoment als Funktion des Winkels. In diesem Fall ist das Koordinatensystem so zu wählen, dass es mit dem Winkel Phi mitdreht, also ein natürliches Koordinatensystem. Wobei für den Winkel Phi 0 die x-Achse wiederum nach rechts, die y-Achse aus der Blattebene heraus und die z-Achse positiv nach unten festgelegt sein sollen. Trotzdem wiederum zuerst Freikörperbild fürs Gesamtsystem und Statik ausrechnen, also Einspannreaktionen ausrechnen. Die Kräfte F und P, die da wirken, und AZ und AX und MA. Das heißt, wir kriegen aus der Statik, aus den Gleichgewichtsbedingungen in die X-Richtung. Das kann man ja jetzt noch so sagen, so braucht man das Koordinatensystem nicht mitdrehen. AX ist P, sieht man sofort. Man sieht auch sofort, dass AZF sein muss. Und man sieht vielleicht nicht sofort, aber man sieht zumindest, dass F mal Radius ein Moment um A macht und man sieht, dass P mal Radius ein Moment um A macht. Also wird man irgendwie vermuten, wenn man das Momentengleichgewicht um A ansetzt, dass das MA sich zusammensetzen muss aus F plus P mal R, dann geht es nur mehr ums Vorzeichen, wie man es halt gewählt hat. In dem Fall kann man sogar ohne Auflager auskommen. Wenn man nämlich von unten mit dem Winkel Phi da schneidet, dann braucht man ja nur die externen Kräfte P und F. Ja? Also wenn ich die Schnittgrößen mit Winkel Phi von der Vertikalen startend hin zeichne einmal, Radius R, hier wird geschnitten, irgendwo am Bogen. Das heißt, wir haben jetzt unser Koordinatensystem, das vorher wiederum x, z positiv war, drehen wir jetzt mit, sodass wir jetzt ein x von Phi kriegen und ein Z von Phi und die positive Drehrichtung nach wie vor so bleibt, wie sie immer war. Die ändert sich natürlich nicht, weil das Y zeigt auch immer heraus aus der Tafelebene. So, dann gibt es da unten natürlich die Kräfte F und P. P und F. Und im Schnittufer, naja, wenn der Winkel, da kommt es auf den Winkel an in Wirklichkeit, wenn der Winkel so herum positiv dreht, dann ist das das positive Schnittufer. Okay? Also im Kreisbogen geht es nur darum, wo ist der Winkel, wie hängt der Winkel mit dem Koordinatensystem zusammen. Oder anders gesagt, das X, man kann es auch am X festmachen wieder, normalen Vektor zeigt wieder in positive X-Richtung, für den Winkel passt es zusammen, damit ist das das positive Schnittufer. Man hat also eine Normalkraft N von Phi natürlich jetzt und nicht von X. Und Q von Phi und ein positives Schnittmoment M von Phi. So, dann geht es nur noch darum, jetzt muss man das natürlich die F und P in das Koordinatensystem rein projizieren. Wir haben hier ein F, nämlich wenn da der Winkel Phi ist, ist das F Cosinus Phi und hier, ja, machen wir es da unten, F Sinus Phi. So, und für das P natürlich genauso, deswegen andere Farbe. Da oben
Zwischen ist wieder der Winkel hier. Das heißt, wir haben hier P Sinus Phi und wir haben hier P Cosinus Phi. Und dann braucht man noch Erkenntnis über die Abstände da drinnen. Weil wir wollen ja eine Momentenwirkung berechnen und dazu brauchen wir einfach die Abstände da. Wenn wir das da oben einmal anschauen, das ist sicher R Cosinus Phi. Eingeschlossener Winkel, R Cosinus Phi. Das da ist R Sinus Phi. Was ist der Abstand? Weil den braucht man ja auch wahrscheinlich. Ja genau, also R ist das Ganze, wenn das R halt da, da liegt das R und da oben der Abstand ist Cosinus Phi. Also R mal, kann man gleich schreiben, 1 minus Cosinus Phi. Ja? Genau. Den braucht man natürlich auch. Dann haben wir jetzt den R Sinus Phi fürs F, den R1 minus Cosinus Phi fürs P und damit kann man sofort mit F und P die Momentenwirkung berechnen. Und Normalkraft und Querkraft aus den Komponenten von F und P. Das heißt, kann man sofort eigentlich hinschreiben, weil da immer nur Summation zu betreiben ist. N von Phi muss sein P Cosinus Phi, das zeigt in die andere Richtung, wirkt also entgegen, minus F Sinus Phi. Q von Phi muss sein P Sinus Phi, wirkt ebenfalls entgegen dem Q, plus F Cosinus Phi, das auch entgegenwirkt. Und das Moment ist F mal R Sinus Phi. Das ganze F mit dem Normalabstand R Sinus Phi, der ja auch immer bei jedem Phi R Sinus Phi ist. Und P hat den Normalabstand R1 minus Cosinus Phi zu jedem Phi. Und damit haben wir alle Schnittgrößen an jeder beliebigen Stelle Phi bei jedem Winkel berechnet. Und jetzt können es natürlich, das kann man schon machen dann noch, den Grenzfall einsetzen, das Phi im Lager haben, also wirklich den Viertelkreis voll machen. Und dann müssen natürlich die Lagerreaktionen wieder rauskommen. Das kann man als Überprüfung immer machen.